Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass du hergefunden hast und wir reden wieder einmal über Werder Bremen. Ich weiß, es wird langsam wirklich wiederholen von der Anzahl an Werder Bremen Videos, aber die verkaufen nun mal sehr viele Spiele momentan und es schaut momentan nach einem weiteren Verkauf von einem recht verdienten Spieler bei Bremen aus, nämlich Maximilian Eggestein. Der Hintergrund hinter diesem Transfer liegt deswegen, weil der SC Freiburg heute bekannt gegeben hat, dass der defensiver Mittelfeldspieler Papiste Santamaría zurück in seine Heimat Frankreich wechselt zu Stade Rennais. Reden wir mal über das ganze Transferkarussell und wann Bremen endlich mal beginnt, selber aktiv auf dem Transfermarkt zu werden. Viel Spaß mit diesem Video. Nach den namhaften Abgängen von einem Johannes Eggestein, von einem Ludwig Augustinsson, von einem Josh Sargent soll nun auch Maximilian Eggestein kurz vor der Vertragsunterschrift beim SC Freiburg stehen. Nicht unbedingt die besten Zeiten, um Werder Bremen-Fans zu sein, auch sportlich gesehen momentan nicht wirklich oben auf, und da fragt man sich als Fan, was ist momentan los, aber man hört nur Verkäufe, 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 neue Geldeinnahmen, aber wo gehen diese hin, kommen die Neuzugänge, man weiß es nicht. Sprechen wir mal kurz über diese Deals. Also wie schon vorher erwähnt, ist der SC Freiburg der interessierte Verein und das hat deswegen den Hintergrund, weil die jetzt ihren Stammspieler Papiste Santamaría aus dem Mittelfeld verkauft haben für eine recht hohe Ablösesumme an Stade Rennais für 14 Millionen. Also sie wollten ihn nicht unbedingt verkaufen, aber er hat sehr gute Leistungen erbracht und die Mann aus Rennes hatten die finanziellen Mittel, um ihn zu holen. Vielleicht auch schon als Kammerwinger-Ersatz dem jungen Topstar von Rennes, aber das ist nur eine Theorie. Und deswegen suchen sie jetzt nach einem Ersatz und da soll es nun Maximilian Eggestein der passende Ersatz sein. Eggestein besitzt noch einen Vertrag bis 2023 und weist einen Marktwert von 7,5 Millionen Euro aus, zumindest laut transfermarkt.de, und ist deswegen auch einer der wertvollsten Profis bei den Werderanern und natürlich hat auch einen sehr hohen Marktwert für die zweite Bundesliga. Ob jetzt bei diesem möglichen Deal wirklich Freiburg die komplette Summe überweist, ist eine andere Sache, könnte sich wieder um eine geringere Ablösesumme handeln, als der Marktwert jetzt hergibt, aber Faktum ist, Werder Bremen wird wieder und hat wieder Abschluss verkauft sozusagen und die Fans stellen sich langsam die Frage, wie geht das nun weiter mit dem Verein? Ich zumindest für meinen Teil glaube, dass Eggestein gut zu Freiburg passen wird, denn Freiburg ist ein Verein, der sehr bodenständig arbeitet und einfach auf Spieler setzt, die wirklich alles für den Verein geben und auch diese Mentalität mitbringen. Ich glaube, dass Eggestein einer dieser Spieler sein kann. Er ist ja ein wirklicher Allrounder im Mittelfeld, kann da wirklich auch mit Kilometer abspulen und deswegen glaube ich, dass er auch in die Philosophie von Christian Streich passt und da auf jeden Fall auch weiterhelfen wird. Ob er Santamaría wirklich 1:1 ersetzen kann, werden wir noch sehen. Ein Mann ist natürlich momentan sehr im Kreuzfeuer bei Bremen, nämlich Frank Baumann. Der ehemalige Spieler ist natürlich momentan Sportvorstand und hat natürlich diese Entscheidungen in seinen Händen und momentan passiert nicht sehr viel auch, außer dass es halt immer wieder jetzt Abgänge gibt und Werder Bremen Chaos herrscht. Nach der Niederlage gegen Paderborn, wo Bremen nicht gut ausgesehen hat und vorne auch relativ zahnlos gewesen ist, stellt man sich nun die Frage, wo wird reinvestiert. Es gibt Gerüchte momentan, aber jetzt nichts, wo man jetzt sagt, wow, das ist schon sehr konkret, und natürlich muss man auch aufpassen, es kann natürlich ein Deal immer nach hinten losgehen. Man darf nicht vergessen, Bremen ist in der zweiten Bundesliga, da ist die Attraktivität natürlich nicht mehr so groß wie bei der ersten Bundesliga. Trotzdem glaube ich, dass sie Neuzugänge bekommen werden. Bremen ist nach wie vor ein renommierter Verein. Nun muss Bremen aufpassen, dass sie nicht in die Versenkung verschwinden und sich da auf diesen Status ausruhen. Es wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein, wie Bremen jetzt noch agieren wird in der letzten Phase von der Transferphase. Was ist eure Meinung zu diesem ganzen Thema? Bremen versinkt im Chaos etwas. Was haltet ihr als Bremen-Fans vielleicht dazu? Was sind generell die Meinungen von den Bundesliga-Fans? Gerne eure Meinung, gerne in die Kommentare. Glaubt ihr, dass Eggestein auch ein guter Ersatz bei Freiburg sein wird? Und glaubt ihr auch, dass Bremen dieses Jahr in der zweiten Bundesliga irgendwas reißen kann um den Aufstieg? Ich diskutiere wie immer gerne mit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen und auch den Kanal abonnieren, wenn ihr noch länger da bleiben wollt. Würde mich sehr freuen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und ciao.